Willkommen zurück, Freunde, zu einer neuen Folge hier in Heroes Siege. Und ja, wir sind hier stehen geblieben. Wir gucken mal, wie in der letzten Folge ordentlich gefarmt und hoffe, dass das einiges gebracht hat. Und wir werden mal gucken. Ich sage mal, wir fangen heute mal vom Level Nummer 4 an und versuchen es bis zum letzten Endboss in Akt 5 zu kommen. Ich hoffe, es wird gelingen. Ich hoffe und drücke die Daumen. Und hoffe, wir finden hier, oh ja, sehr gut. Wir finden hier auf jeden Fall noch einen Shop. Oh, nice. Diese Angriffsgeschwindigkeit, die ist richtig nice. Und Schlüssel haben wir auch genug. Werden wir direkt mal öffnen hier. Jo, und dann werden wir erstmal die ganzen... Ah, ist schon wunderbar. Erste Monsterwelle hier überstanden. Werden wir erstmal die ganzen... Never mind how I get my merchandise. Ja, you buying something or what? Ist ja gut. Oh, was haben wir hier? Ah, ich habe diesmal auch gar nicht die Reliktseite wieder offen. Poison Shorts. Suriken Head. Schießt das irgendwas? Oder macht mich das noch schneller? Bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich kann, denke ich mal... Ganz kurz switchen hier. Das geht ja jetzt nicht mit der... Ach, dann öffnet da wieder diese komische Werbung. Dann werde ich da noch mal später gucken. Ich werde dann nächstes Mal euch sagen, da werden wir dann gucken. Ich werde mir das notieren. Da werden wir vorweg erstmal dann gucken, was dieses... Relikt zu sagen hat, was das überhaupt zu bedeuten hat. And remember, shoplifters will be executed. Denn so kann ich das jetzt wirklich nicht sagen, was dieser... Also er schwebt auf jeden Fall um mich herum. Vielleicht macht er auch irgendeine Attacke. Wir können mal gucken, was er tut. Irgendwas mit Suriken stand ja auf jeden Fall dort. Aha. Ah, okay. Ich habe das Gefühl, dass der wahrscheinlich sogar die Gegner verwirrt, dass sie sich nicht mehr bewegen können, habe ich das Gefühl. Das kann, denke ich mal, auch ganz gut sein, weil das ist vorher nicht so passiert, so direkt. Das wird es vielleicht sein. So, Dungeon hat sich hier geöffnet. Gucken wir mal, wo die Dungeon ist. Autsch, autsch. Ja, ich mag das ja, wenn man so schnell angreift. Das ist nice. Besser als dieses lahme Rumgelaufe oder sowas. Das ist schon... Naja. Was? Bitte. Mich hat doch gar nichts getroffen. Ich bin schon wieder gestorben. Also ich bin jetzt sprachlos. Ich habe noch nicht mal gesehen, wie ich gestorben bin. Das muss ich mir ehrlich gesagt dann nochmal ein Video angucken. Also das ging mir jetzt wirklich zu schnell. Ich glaube, der Speed bleibt. Okay, dann haben wir halt jetzt keine Artefakte. Ja, das ist ja bitter. Das ist ja richtig bitter, ist das ja. Naja, nice. Es hat sich nicht viel geändert. Die paar Artefakte sind jetzt wieder verschwunden. Wir werden es trotzdem versuchen. Sirius, ich weiß nicht, woran ich gestorben bin. Was kam da auf mich zu? Ich stand links an der Seite. It is over. Just let's go. Das ist mir echt, ich weiß nicht. War es vielleicht wieder ein Pfeilhagel, den ich nicht gesehen habe? Aber das kann doch nicht sein. Ich habe noch nicht mal einen Pfeil gesehen. Yes, yes. Und ich werde direkt mal wieder hier was drauf pumpen. Also ich halte ja gar nichts. Dann werde ich jetzt nur noch da drauf setzen, damit ich auch ordentlich was aushalte. In der Hoffnung, dass ich mal was aushalte.
Ich denke, das kriegen wir auch gut ohne Relikte hin. Vielleicht werden wir noch ein oder zwei Relikte finden. Und ja, die kosten leider auch immer Geld. Ich glaube, sowas hat mich getroffen. Ich glaube, das ist richtig heftig. Sowas darf mich nicht treffen. Nun gut. Halb so schlimm das Ganze. Solange wir heute hoffentlich, sage ich jetzt mal, den Akt 5, den Level 5 Boss schaffen, bin ich dann zufrieden. So, nächste Welle. Ich war ja nonstop, One-Hit, das ist. Wow, einfach nur wow. Einmal der Wahnsinn. Is no salvation. Ja, nächste Wave, bitte. Nächste Wave. Ich wusste ja, dass ich schwach bin, aber dass ich so schwach bin, dass mich die Gegner One-Hit nehmen, das hätte ich nicht gedacht. Na gut. Wir machen das Beste draus. Und dann wird das schon. Es geht ja jetzt so richtig gut schnell voran hier. Und vielleicht kriege ich auch wieder noch bessere Items. Man weiß ja nie. So, hier, der Boss One-Hit. Kein Problem. Und da haben wir wieder ein Item. Okay. Heilender Regen. Ich glaube, das regeneriert meine Leben nach einer bestimmten Zeit wieder auf. Das ist natürlich sehr nice und hat, glaube ich, auch mehr Lebenspunkte gegeben. So, werden wir hier das Level jetzt nochmal bis zum Endboss. Aber der Endboss ist auf jeden Fall schwerer, das kann ich euch gleich sagen. So werde ich wohl kein Geschäft haben. Ja, ist ja gut. Noch ein Schlüssel. Ja, die Schlüssel sind natürlich auch wieder verschwunden, aber hier gibt es ja genug zu finden. Schönes Amulett, wunderbar. Truhe hier noch. Nee, das riskiere ich jetzt nicht. Und nice Level Up. Können wir gleich verteilen. Nun gut. Also, gucken wir mal. Ich setze gewollt nochmal zwei hier drauf, damit ich mehr aushalte. Und hier nochmal ein. Ich hoffe, es kommen bald neue Attacken. Ich möchte auch wieder was Neues ausprobieren. Und hier haben wir einen Job. Wunderbar. And remember, shoplifters will be executed. Gib mir bloß ein gescheites Item. Jo, das ist in Ordnung. Damage und Leben wieder ab. 8,8k. Und das nehmen wir natürlich auch alles wie immer mit. Dass sich das hoch hinauf boostet. Und ich denke, wir sind gut dabei. Also es ist jetzt zweimal passiert in der Dungeon, dass ich gestorben bin. Das ist Wahnsinn. Es war sogar, glaube ich, zweimal die gleiche Dungeon und zweimal der gleiche Angriff. Ich glaube, ich gehe lieber in keine Dungeon mehr. Da habe ich jetzt irgendwie Respekt vor. Ja, muss ich ja. Ich kann ja nicht sagen, ich gehe in keine Dungeon mehr. Da muss ich ja reingehen. Da ist auch noch ein Spot. Wieder zwei Schlüssel. Schön. So, hier noch zwei Bogenschützen. You have served your purpose and reached your full potential. Kommt der Boss. Ich glaube, nächste Welle kommt der Boss.
Schade, dass ich nicht mehr die Lenkraketen habe. Die waren eigentlich ziemlich nice. Dann hätte ich einfach in der Mitte stehen bleiben können und einfach die Lenkraketen immer abböllern und ja, warten, bis die Waves vorbei sind. None can escape this cold embrace. Zwar auch ein bisschen langweilig gewesen, aber hätte man so machen können. Jo. Schöne Goblins. Na gut, ob die so schön sind, das bezweifle ich noch. Und wieder jede Menge Bogies. Ja, noch welche? Oh, links kommen noch ein paar. Noch eine Welle. Und da haben wir eine Diamantentruhe. Die ich leider nicht öffnen kann. So, und hiernach müsste dann eigentlich der Endboss kommen. So allmählich. None can escape death's cold embrace. Krypta und Throndungeon. Ja, ich würde gerne die Krypta auch nochmal mitnehmen. In die Throndungeon. In die Throndungeon. Gehen wir gleich, das ist der Boss. Aber ich würde gerne noch mal die Krypta sehen. In der Hoffnung, dass ich da noch was Gutes erwerben kann. Obwohl wir eigentlich gut unterwegs sind. Aber ich muss es ja riskieren. So, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Oh, was? Mein Gott. Mich so erschrocken gerade. Hm, ich finde die Krypta nicht. Wo ist sie denn? Komisch, komisch. Hier auch nicht. Okay. Nö, dann werden wir uns hier nochmal ausrüsten. Bisschen Leben, bisschen davon. Und nochmal auf die Skelette. Kann ich davon jetzt direkt nochmal sofort 3 Stück spawnen? Das wäre nice. Must be snuffed out first. Leider nicht. No dead to raise. Komm mal her. How dare you speak me to my friend? Komm, Skelett, du bleibst da vorne. Ja, schön. Na, der war ja mehr als leicht jetzt auf dem normalen Modus. Man muss halt aufpassen, wenn man zu nah dran ist, der zieht solche Laserstrahlen irgendwie mit sich und dann kann man schnell mal sterben, wenn man da reinläuft. Oh, hier ist schön guter Gegenstand, der nicht viel bringt. Da kommen wir, nehmen einfach mal alles mit zum Verkaufen. Ja, schade. Diamantenrüstung. Frostburn, Ice Shockwear. Mhm. Das ist nice. Das macht auf jeden Fall mehr Speed Attack, mehr Attacke und ja, Ice Shockwear. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Das ist okay. Bin ich zufrieden gerade mit. Wir gehen rein. Joa. Und hier mache ich nochmal schnell ein Thumbnail von. So, wunderbar. Das ist dann das nächste Thumbnail und das ist das nächste Level, was uns dann erwartet. Wir werden hier schon mal eins starten und werden wir dann gleich wieder den Shop mitnehmen. Und hier ist es gefährlich auch in der Eiswelt. Erst einmal sind es hier viele Bogenschützen unterwegs und das zweite ist, die können einen einfrieren, wenn die einen mit so einem Eiszauber treffen. Und dann steht man da erstmal so 1-2 Sekunden paralysiert und kann gar nichts machen. Das ist richtig Mist. Man merkt, die Gegner sind schon wieder ein klein bisschen stärker. Also stärker nicht, aber sie halten mehr aus. Aber auch nicht mehr, auch nicht viel. Aber schon ein bisschen. There is no salvation but through me. Gut. Auf in den Shop. Now I know I get my merchandise. You buying something or what?
Ah, noch ein Schlüssel, nice. Und hier haben wir noch ein Schwert. You and your shopping here, boyo. Make what the spendy spend. Okay. Nehme ich gern mit, aber ist jetzt nicht gerade das Beste. Gut, dann können wir uns eigentlich zurückporten. Ah, ich gucke nochmal, ob jetzt noch ein Job hier gespawnt ist. Ah, nee, ich denke eher weniger. Ist er jetzt direkt zweimal hintereinander. Nee, hier wird nichts, hier ist nichts mehr. Können wir eigentlich zurück? Dann beim nächsten Mal hier bei Akt 2 dann weiter auf jeden Fall machen. Weitermachen. Und wir werden jetzt direkt nochmal ausrüsten. Gucken, was ich hier noch bekommen habe. Einmal das. Ja, legendär ist auf jeden Fall hier das lilane Alu. So, was habe ich denn heute? Leichte Sprachfehler heute. Ja, das ist auf jeden Fall besser, das lilane Amulett. Das können wir anlegen. Und sonst war es eigentlich weiter nichts. Ich dachte, da wäre noch mehr gewesen. So, Sell Items. Ja. Die einmal verkaufen. Die Schuhe noch. Ja, und dann wären wir auch erst einmal wieder soweit. Dann geht es dann beim nächsten Mal in Akt 2 weiter. Und ich sage ja, bin guter Dinge. Wir haben das ja gut geschafft jetzt mit dem Boss. Der ging ja leicht One-Hit fast, sagen wir mal so gesehen. One-Two-Three-Hit locker runter. Und ja, das fand ich schon gar nicht mal so schlecht. Gut, dann hoffe ich, es hat euch wieder gefallen. Macht's gut und schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein.